Klang. Ausatmen, noch zweimal tief in den Bauch hineinatmen. Und ein letztes Mal nach oben strecken, einatmen, nach unten aus. Oberkörper ist gerade, Kinn auf die Brust, leicht rundrücken, wir strecken uns nach vorne. Halten, noch 4 Sekunden, noch 3, noch 2, 1. Lösen, Handflächen zeigen nach vorne, Arm Rumpfwinkel öffnen, mach dich lang, groß, Blick nach oben zur Decke richten. Wir halten, noch 4, noch 3, noch 2, 1. Streck die Beine, lass den Oberkörper nach unten hängen. Wandert aufs rechte Bein, rechtes Bein andehnen, leicht dynamisch, wir gehen tief, lösen, tief, lösen, tief und noch einmal tief und wir wechseln auf die andere Seite. Linkes Bein ist gestreckt und wir gehen tief, locker, noch zweimal. Letztes Mal, wir drehen uns, wechseln zum Ausfallschritt, hinteres Bein bleibt auf dem Fußballen, ist gestreckt und noch hier leicht dynamisch tief und hoch und tief und hoch. Noch viermal, noch dreimal, noch zwei und wir wechseln auf die andere Seite. Hinteres Bein auf dem Fußballen lassen, Bein ist gestreckt und wir gehen tief und hoch und tief und hoch. Noch viermal, noch drei, noch zwei. Und wir gehen zurück zur Mitte, leichte Grätsche, wir legen die Hände auf die Innenseite der Knie, drücken die Beine nach außen, versuchen unser Gesäß nach vorne zu bringen und wandern mit dem Körper nach rechts und leicht nach links und nach rechts und nach links. Noch viermal, tiefer, noch dreimal, tiefer, noch zweimal, tief und ein letztes Mal, tief und lösen langsam. Wir richten uns nach oben auf, strecken, tief in den Bauch hineinatmen, mit Schwung nach unten aus, nochmal nach oben einatmen. Nach unten aus. Okay, seid ihr bereit? Wir legen los. Wir marschieren auf rechts, auf rechts, auf rechts. Zu Beginn folgt ein leichtes Warm-up. Und anschließend bauen wir eine kleine Choreo auf. Okay? Step-Touch nach rechts. Step-Touch. Easy going. Macht euch lang. Körper ist in Spannung. Zieh durch. 8, 7, go. 6, 5, 4, 3. Leg Curl. Nimm die Beine mit. Hopp, zieh, hopp, zieh, hopp. Denk an die Atmung, tiefe Atmung. Sehr schön. Noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3. Side to side, ganz locker. Hopp, hopp. Versuch mit dem Fußballen kurz aufzutappen. Dreh den Körper leicht diagonal nach außen. Schön. Noch 4, noch 3. Nimm die Arme gestreckt nach vorne. Wir ziehen. Hopp, zieh, ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Eine Runde in der letzten 8. Noch 7, go. Noch 6, noch 5, noch 4, noch 3. Nimm die Arme nach oben. Wir ziehen hoch. 8, 7, und 6, und 5, und 4, und 3, und 2. Letzte Runde in der letzten 8. Noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Step Touch. Wir ziehen und ziehen. Sehr schön. Double Step Touch. 5, 6, go. Double Step Touch. Double Step Touch. Double Step Touch. Alles klar? Noch viermal. Noch 3. Noch 2. Wir gehen zum Grapevine. Wir kreuzen hinten. Hop, cross. Hop, cross. Hop, cross. Hop, cross plus Leg Curl. 1, 2, 3. Leg. 1, 2, 3. Leg. So, der Körper wird allmählich warm. Ja. Lasst euch Zeit. Nehmt das Knie nach oben. Knie lift. 1, 2, 3, Knie. 1, 2, 3, Knie. 1, 2, 3, ziehen. Sucht das Knie allmählich etwas höher zu nehmen. Hopp. Zieht es hoch. Hopp. Schön. Letzte Runde, die letzten 4. Noch 4. Ziehen. Noch 3. Ziehen. Noch 2. Ein letzter. Step Touch. Easy, go. Step Touch. Sehr schön. Knie lift. Knie lift. Ready? Let's go. Hop, Knie. Zieh, zieh, zieh. Sehr schön. Komm mal, zieh durch. 8 noch. 7 und 6 und 5 und 4. Achtung. Double Knee Lift. Let's go. 1, 2. 1, 2. Double Knee Lift. Sehr schön. Fühle den Schwung, fühle die Energie. Ja? Eine letzte Runde noch. Die letzten 8. 8, 7, go. 6, 5 mehr, 4 mehr, 3 mehr, 2 mehr und wir marschieren.
Nach oben einatmen, zur Seite aus. Einmal tief in den Bauch. Ausatmen. Grapevine. Wir machen die Pause, wir marschieren und wechseln auf die andere Seite. Ready? 5, 6 und go. Grapevine, Pause, wir bleiben. Marschieren, wir wechseln. Hop. Easy going, wir wechseln. Easy going. Achtung. Repeater, Knee-Lift. Dreimal das Knie. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Hop, zieh. Du kannst wahlweise die Arme mitnehmen oder die Arme einfach hier lassen und nur einen Arm mitziehen. Ja? Zieh, zieh, zieh. Hop, hop, hop. Vier Stück. Vier. Die letzten dreimal. Knie nach oben. Noch zweimal. Zieh, zieh. Und ein letzter. Und wir marschieren. Locker bleiben. Nach oben. Tief durchatmen. Wir strecken uns. Atmen aus. Noch einmal nach oben. Einatmen. Und ausatmen. Wir gehen über zum Springen. Springt auf den Fußball. So, nächste Runde. Bildet eine Basis, die wir dann auch brauchen für die kleine Choreo. Die Beine öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Genau. Versuch locker zu bleiben, zu springen. Aber spann den Bauch an. Fester Bauch. Fester Bauch. Jawohl. Vier, drei, die Arme zum Jumping Jack. Jumping Jack. Jumping Jack. Jumping Jack. Jumping Jack. Letzte Runde, die letzten acht. Noch sieben, noch sechs, noch fünf, noch vier, noch drei. Wir marschieren auf rechts, rechts. Easy going. Wir marschieren vorwärts, wir marschieren rückwärts. Ready? Let's go. Nach vorne. Hopp, zurück. Sehr schön. Nach vorne. Hopp, zurück. Nimm ein Knie mit nach oben und ein Knie mit nach oben. Einmal links, einmal rechts. Zieh mit. Schön. Noch viermal. Komm an, zieh durch. Vier. Rück. Die letzten drei. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Schließe die Beine. Wir springen wieder. Locker. Sehr schön. Wir gehen wieder in die Grätsche. Jumping Jack. Ready. Let's go. Jumping Jack. Hopp, komm an, zieh durch. Hopp. 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 Hopp, noch acht, noch sieben, noch sechs, noch fünf, noch vier, noch drei. Die Beine in die Grätsche, die letzten acht. Acht, sieben und sechs und fünf, vier, drei. Vorwärts, Knee, Lift, Go. Hopp, Knie, Rück, Knie, vorwärts, rückwärts, Go, come on. Zieh, zieh, zieh. Achtung, Repeater, Knee, Lift, links, rechts, links. Rück, rechts, links, rechts. Zieh, zieh, zieh. Vor. Eins, zwei, drei. Hopp, zieh durch. Alles klar bei euch? Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Achtung. Vorwärts, rückwärts mit Jumping Jack. Nach vorne und go. Eins, zwei, drei, vier. Jumping Jack. Rück. Jumping Jack. Versucht locker zu sein. Lauft. Easy going. Und rück. Noch viermal. Die letzten vier. Vor. Jumping Jack. Noch drei. Jumping Jack. Die letzten zwei. Jumping Jack. Und ein letztes Mal. Zieh, zieh, zieh. Und wir marschieren auf rechts. Und go. Hopp. Nach oben strecken. Tief in den Bauch hineinatmen. Hoch. Und aus. Noch einmal nach oben. Einatmen. Ausatmen, Grapevine, wir marschieren mit Pause. 5, 6 und go. 1, 2, Pause, bleib hier. Wechseln. 1, 2, 3, Pause, bleib hier. Okay, zieh durch. Bleib im Schwung. Achte auf den Bauch. Leg Curl, außen in den Außen. Ein Leg, ein Leg, ein Leg. Bleib gerade. Ein Leg, ein Leg, ein Leg. Ein Leg, ein Leg. Super. Versuch dich leicht zu drehen. Die Diagonale. 1, 2, 3. Ich setze vorne ab. Zieh zurück, wechsel. Setze vorne ab. Zurück, wechsel. Schön. Zieh, zieh, zieh. Achtung. Da
Das erste Bein nach oben als Knielift. 1, 2, 3, Knie, Leg, Knie. Knie, Leg, Knie. Fantastisch. Zieh. 1, 2, 3, zieh. Noch viermal, okay? Die letzten vier. Knie, Leg, Knie. Noch drei. Knie, Leg, Knie. Noch zwei. Knie, Leg, Knie. Ein letzter. Wir marschieren. Okay. Nach oben strecken. Tief in den Bauch hineinatmen. Hoch. Und tief nach einmal nach oben. Einatmen. Ausatmen. Grapevine. Pause. Wir bleiben hier. Marschieren nach vorne. Eins, zwei, drei. Pause. Nach vorne. Hopp, hopp, hopp. Zurück. Wir wechseln. Eins, zwei, drei. Mach die Pause. Nach vorne. Und nach hinten. Andere Seite. Mach die Pause. Fünf, sechs. Nach vorne. Und zurück. Eine letzte Runde. Hopp sie durch. Marschieren. Nach vorne. Okay. Und wir machen die Pause. Einatmen. Ausatmen. So, wir kommen zur ersten Kardiospitze. Alles bereit? Wir gehen noch einmal in den Jumping Jack und ziehen durch. 4, 3, Jumping Jack und go, come on. Versucht jetzt mehr Power reinzubringen. Spannt den Bauch an. Denkt an die Atmung. 8 noch, go. 7 und 6 und 5 und 4 und 3. Die Beine, cross. Hip, cross, hip, cross, hip, cross. Zieh, 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 zieh. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Forward, Jumping Jack. Hop, Jumping Jack. Backward, Jumping Jack. 5, 6, 7, 8, vorwärts. 5, 6, 7, 8, rückwärts. 5, 6, vorwärts, come on. Zieh, zieh, zieh. Jumping Jack, jump. Jumping Jack, jump. Jumping Jack, woo. Zieh, 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 zieh. Die letzten vier. Jumping Jack. Noch drei. Jumping Jack. Noch zwei. Come on. Jumping Jack. Und der letzte. Achtung. Grapevine. Mach die Pause. Und Pause. Marschieren vorwärts. Marschieren rückwärts. Wechseln. Mach die Pause. Vorwärts. Rückwärts. Eins, zwei, drei. March, march, march. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Wechseln. Der letzte. March, march, march. Vor. Und easy. Achtung, schau zu, schau zu. Knie, Leg. Knie, vor. Rück. Knie, Leg. Knie, vor. Und rück. Wir marschieren. Alles klar? Wir versuchen es. Nach oben. Einatmen. Ausatmen. Wir marschieren alle. Hopp. Hopp. 4, 3, ready. Let's go. Zieh. Knie. Leg. Vor. Easy. Wechsel. Knie. Leg. Knie. No touch. No touch. Wechsel. Zieh. Vor. Easy. So. Schau zu. Knie lift nach vorne. Knie lift zurück. Knie lift. Und alle. Go. Knie lift. Knie lift. Go. Knie lift. Noch viermal, come on. Hep, Knie, Knie, schön. Noch dreimal. Zieh. Die letzten zwei, come on. Hep, Knie, Leg, Knie. Mehr Spannung, mehr Power. Ein letztes Mal. Vier, drei, wir marschieren. Easy, schön. Fertig zur nächsten Runde. Runde Nummer 2. Nach oben strecken. Einatmen. Ausatmen. Vor. Jumping Jack. Ready? Let's go. Come on. Vor. Jumping Jack. Easy going. Jumping Jack. Noch einmal nach vorne. Hopp. Jumping Jack. So. Schau zu. Schau zu. Vor. Jumping Jack. Rück. Jumping Jack. Grapevine. 1, 2. Leg. Leg. Leg, Leg, Leg. Andere Seite wechseln. Jumping Jack. Achtung, andere Seite Grapevine. Hopp. Leg, Leg, Leg. 4, 3, alle zusammen und go vorwärts. Hopp.
Jumping Jack. Rückwärts. Nach rechts. Leg. 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 Leg nach vorne. Go. Jumping Jack. Zurück. Come on. Jumping Jack. Zur Seite. Hopp. Leg. 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 Wechsel. So, noch zwei Runden. Let's go. Nach vorne. Hopp. Jumping Jack. Jumping Jack. Zur Seite. Go. Leg. 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 Eine letzte Runde. Zieh. Jumping Jack. Alles okay? Easy going. Hopp. Leg, leg, leg. 4, 3. Wir marschieren. Atmen ein. Atmen aus. Alles zusammen. Alles zusammen. Versuchen wir's. Ja? Ready? Rechts, rechts. 5, 6, go. Easy. Knie, leg. Knie, easy, easy. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Vor. Achtung, nach vorne, Jumping Jack. Jumping Jack. Lass dir Zeit. Zur Seite rechts. Leg. Leg. Noch einmal nach vorne und go. Hopp. Jumping Jack. Rück. Easy going, nach links. Und wechsel. Und wir marschieren. Okay? Und wer mir diese Kombination eingespeichert hat im Kopf, versuchen wir es ohne Pause zu machen. Und zwar, wenn die ganze Reihe durch ist, wechseln wir auf die andere Seite und legen von vorne los. Wollen wir es probieren? Ja? Okay? Gut. Bleib kurz stehen. Streck dich nach oben. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Einmal nach oben einatmen. Wir marschieren auf rechts. Und alle rechts. Fertig. Die ganze Kombi einmal rechts, dann von vorne einmal links. 4, 3, von vorne und go, come on. Zieh. Knie, Leg, Knie, vor. Puh. Wechsel, go. Zieh. Knie, Leg, Knie. Puh. Okay. Jumping Jack vorwärts. Hopp. Jump, jump, hopp. Nach rechts. Leg, Girl. Leg, Leg, Leg. Leg, nach vorne, Jumping Jack. Hopp, hopp. Zur Seite und go. Leg, leg, leg. Achtung, zur Seite. Von vorne, jetzt die andere Seite. Zieh, Knie, wechsel. Knie, leg, Knie, vor. Knie, Achtung, Jumping Jack. Jumping Jack. Achtung, es geht links weiter. Und go. Leg Curl. Leg Curl. Nach vorne, Jumping Jack. Jumping Jack. Rück. Jumping Jack. Zur Seite. Hopp. Leg. Leg. Komm, zieh durch. Und wir marschieren. Perfekt. Super. Noch eine Runde. Genauso durch. Einmal Side, einmal Side. Alles von vorne. Nach oben strecken. 4, 3, ready, go. Zieh, Knie, Leg, vor, Knie, wechsel, go, Knie, vor. Okay, Jumping Jack nach vorne. Jumping Jack, zieh, zur Seite, Leg, Curl, Leg, 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 alleine, alleine, alleine. Alleine, alleine, alleine. Okay, wir marschieren einmal auf rechts, nach oben strecken, einatmen, ausatmen. Fertig, konzentrieren, einmal rechts, einmal links. Es geht los. 5, 6, go. Knie lift, Leg, Knie vor, Knie, wechsel, Knie lift, Leg. Knie. So, jetzt nach vorne. Go. Vor. Jumping Jack. Rück. Zur Seite. Leg Curl. Knie. Jawohl. Noch einmal nach vorne. Jumping Jack. Jumping Jack. Jumping Jack. Achtung. Leg Curl nach links. Und go. Es geht links weiter. Knie lift, Leg Curl. Zieh.
Knie. Vor. Wechsel andere Seite. Knie lift. Leg curl. Vor. Jumping Jacks nach vorne. Hop. Jumping Jack. Zieh. Zur Seite nach links. Leg. Leg. Und wir marschieren. Schön. Wie sieht's aus? Packen wir es noch einmal. Ein letztes Mal noch. Stehen, einatmen, ausatmen. 4, 3, ready und go. Zieh. Knie, Leg, Knie. Vor. Wechsel. Knie, Leg, Knie. Vor. Achtung, jetzt Jumping Jack nach vorne. Zieh. Jumping Jack. Rück. Jumping Jack Seite rechts. Hopp, Leg. Leg. Noch einmal. Nach vorne und go. Jumping Jack. Zieh. Zieh. Jumping Jack. Zieh. Zur Seite links. Leg Curl. Okay. Und nach links weiter. Knee Lift. Leg Curl. Wir haben es gleich geschafft. Zieh noch einmal durch. Gleich vorbei. Vor. Okay. Jetzt kommen die Jumping Jacks. Jumping Jack. Jump, jump, zieh, Achtung, nach links und go. Und die letzte Runde, der letzte Jumping Jack nach vorne. Jumping Jack, Jumping Jack. Woo! Zeit und Zeit. Und wir haben es geschafft. Und easy. Sehr schön, nach oben strecken, einatmen. Zur Seite ausatmen, nochmal nach oben ein, zur Seite aus. Wir machen eine ganz, ganz kleine Pause, trinken einen Schluck, wir sind sofort wieder hier. Auf geht's. Okay. Fertig. Zum Kraftblock im Aerobic-Teil. Kommt. Es geht weiter. Easy. Wir marschieren auf rechts. Rechts. Alle auf rechts. Alle auf rechts. 4, 3, Step Touch nach rechts und go. Step Touch. Step Touch. Zieh. 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 Letzte 8. Noch 7. Go. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Geht was tiefer nach unten. Step Touch tief. 8. 7. Tief. Come on. Und 6. Tiefer. Und 5. Tiefer. Noch 4. Noch 3, noch 2, side to side, bleib tief. Hopp, tief, hopp, tief, hopp, tief, hopp, tief, hopp, tief. Schön. Letzte Runde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir marschieren locker. Wir blicken zur Seite, in die Diagonale, linkes Bein nach hinten strecken. Wir stehen stabil. Wir haben die Arme vorne, Knee Lift, diagonal, hoch und ab, hoch. Und alle. 8, 7, bleib gerade. 6, 5, bleib gerade. 4, gerade. 3, gerade. 2, ohne Pause, Wechsel, anderes Bein. Zieh. 7, und 6, und 5, 4 noch, 3 noch. Achtung, ohne Pause, Wechsel, Double Time, go. Knie, Knie, zieh, zieh. Zieh, zieh, zieh. Achtung, komm. 7 und 6 und 5 und 4 und 3. Wechsel, andere Seite, go. Zieh, 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 zieh. Letzte Runde, die letzte 8, come on. 8, 7, go. 6, 5, 4, 3. Wechsel, andere Seite. Einmal 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wechsel, andere Seite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, wechsel viermal und 4, 3, wechsel, hopp, 4, 3, wechsel, hopp, 4, 3, wechsel, hopp, come on, 4, 3, Achtung, 2, 2 und Knie, 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 zieh diagonal, komm, huh, huh. Zieh, 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 zieh und wir gehen tief. Tief und hoch und tief und hoch. Breite Kniebeuge, Knie nach außen.
Viermal, dreimal, zweimal. Wir bleiben tief und Tempo steigern. Tief, 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 tief. Schön. Wie geht's euch? Alles okay? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir gehen zur Seite. Knee lift, knee lift. Jetzt sind wir außen. In der Position. Jawohl. 4 noch. 3 noch. Knee lift. 2 noch. Wechsel. Andere Seite. Zieh. 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 Zur Seite nach oben. Noch 4 mal. 4. Noch 3. Noch 2. Wechsel. Tempo. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir kommen zum Endspurt. Noch eine Runde. 8, 7, 6, 5 und 4 und 3. Wechsel, andere Seite, go, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel haben wir noch? 7, 6, 5, 4, 3. Wechsel, 8 mal, go. 8, 7, 6, 5, zieh, 4, zieh, 3, 2, wechsel, go, come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, wechsel, go. 4 mal, 3 mal, 2 mal, wechsel, hopp, come on. 4, 3, 2, wechsel, hopp. 4, 3, 2, wechsel, hopp. Achtung, ready? 2, 2, let's go. Knie, 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 Knie. So, der Endspurt. Alle bereit? Ja? Achtung, diagonal, 2, 2, diagonal. 2, 2, Seite hoch. Seite hoch, diagonal. Hopp, 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 Seite hoch. Noch 4 Runden, komm mal, zieh durch. Hopp, 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 hopp. Zieh, zieh, die letzten 3 Runden, komm mal. Zieh, 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 zieh Seite. Hoch, hoch, hoch. 2 noch. Zieh, 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 zieh. Hoch, hoch. Und die letzte Runde, komm mal. Zieh, zieh, zieh. Zieh, hoch, hoch, fertig. Einatmen, ausatmen, nach oben strecken, locker den Körper aus, schüttelt euch durch. Das war die Cardio-Einheit. Wir haben es geschafft. So, 60 Minuten Kraft. Dafür brauchen wir Kraft, dafür brauchst du Kraft. Wir tanken die Kraft. Nach oben strecken, einatmen, tief in den Bauch, hoch, nach unten. Nach oben, nach unten. Leichte Grätsche, rechten Arm hoch, linken Arm tief. Wir beugen uns zur Seite, halten die Spannung. Noch 4, 3, 2, Wechsel. Noch 4, 3, 2, easy. Kinn auf die Brust, runder Rücken, Arme strecken, lang halten. Locker lassen, lösen. Aufs rechte Bein. Fußspitzen zeigen in die Ecke, Bein ist gestreckt, Oberkörper tief. Stretch, stretch. Noch 4, 3, 2. Langsam lösen, hoch. Und wir wechseln auf die andere Seite. Tief. 4, 3, wechseln nach oben, hoch. Auf die Innenseite der Knie. Knie leicht nach außen drücken. Und wir bewegen das Gesäß nach vorne, nach hinten. Vorne, nach hinten, locker und nach rechts zur Seite. Rechts, links, rechts, links und schließen die Beine. Lockern uns einmal aus, richtig durchschütteln. So, seid ihr bereit für die Krafteinheit? Wir sind es auf jeden Fall. Wir legen los. Zweimal noch kräftig durchatmen, nach oben strecken, nach unten durchschwingen, nach oben ein. Und ein letztes Mal. Okay. Gönnen eine kleine Pause, trinken einen Schluck und dann treffen wir uns hier wieder. Wir brauchen Hanteln, wir brauchen unter Umständen auch Expander-Tubes. Aber was wichtig ist, im weichen Untergrund, schnappt ihr eine Matte und dann geht's gleich los mit der Krafteinheit. Okay, packen wir's an. Wir bauen auf, wir brauchen die Matten. Wir brauchen auch die Hanteln. Ich schwitze.
Leg dir die Handeln gleich parat. Wir brauchen sie später. Wir starten mit einer typischen Basisübung. Bleib in der Stellung, geh nach unten, knie dich nach vorne ab. Versuche aber den Körper gerade zu lassen und geh hier in eine typische Knieposition bzw. Kniebeuge. Wichtig dabei ist, die Kniebeuge wird immer gerade durchgeführt und hauptsächlich aus der Belastung der Fersen raus. Fehler, die hier gerne passieren, sind folgende. Man geht entweder mit einem krummen Rücken nach unten, dementsprechend ist auch die Bandscheibenbelastung sehr groß. Versuche also, die Wirbelsäule leicht nach vorne zu ziehen und ein leichtes Hohlkreuz zu bilden. Und dann versuche, deinen Körperschwerpunkt nach hinten auf die Fersen zu bringen. Ja? Fehler, die hier oft passieren, ist genau dieses Ausweichen nach vorne über die Achillessehnen auf die Fußballen. Und das wäre ein Fehler. Es kann aber auch passieren, dass es durch eine normale Verkürzung der Achillessehnen oder des Wadenbereichs zustande kommt. Wenn das eben so sein sollte, nimm dir eine kleine Erhöhung, 1 oder 2 Zentimeter, vielleicht 2 Hantelscheiben. Bring diese Hantelscheiben unter die Fersen und dementsprechend hast du eine leichte Erhöhung und du kannst wirklich die Energie und den Druck nach hinten auf die Fersen bringen. Ja, packen wir es an, geht's los? Gut. Lockere Position, nimm dir dazu wahlweise eine Hantel oder auch 2 oder 3. Wenn du eine Langhantel hast, das Ganze auch mit der Langhantel, wir legen los. Bequeme Position. Schulterbreiter Stand, fertig und 1 und hoch und 2 und hoch und 3 und hoch und 4 und hoch und 5 und hoch und 6 und hoch und 7 und hoch und 8, 9, 10, 20 Stück noch, 10, 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3, sehr schön, und 2 und 1, perfekte Ausführung, die letzten 10 und 9, jawohl, und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2, und ein letztes Mal tief. Locker dich aus, schüttel kurz durch, Hantel kurz ablegen oder auch wahlweise, wenn die Hantel vielleicht nicht zu schwer ist, kurz in der Position halten. Es geht sofort weiter. Die Beine durchschütteln, ausbewegen, Stellung wieder aufnehmen. Seid ihr bereit? Ja. In die Anfangslage. 4, 3, langsam und 1 und hoch und 2 und 3 und 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5 noch, 4, 3, 2 und ein letztes Mal tief und kurz entspannen, auslockern, durchbewegen. Alles okay? So. Die dritte und letzte Runde, den dritten und letzten Satz, machen wir etwas langsamer. Die ersten 10 Stück, ganz normale Geschwindigkeit, normales Tempo wie gerade eben. Und die zweiten 10 versuchen wir etwas langsamer zu gestalten und die Kontaktzeit tief in der Beuge etwas länger zu gestalten. Seid ihr bereit? Versuchen wir es. Okay, Oberkörper gerade. Wir gehen los, fertig und tief und hoch. Und 1, Aki zählt, 2, jawohl. 3. Man kann wahlweise hier auch mit einem Expander arbeiten, mit dem Tube, und kann das Ganze auch dadurch verstärken, indem man die Aufwärtsbewegung etwas schwerer gestaltet. 10. Wir bleiben hier, wir gehen tief, wir bleiben in der Stellung, tiefe Position, gehen langsam nach oben. Tiefe Stellung, langsam nach oben. Tiefe Stellung, langsam nach oben. Tiefe Stellung, langsam hoch. Auf geht's. Tief. Langsam hoch. Du kannst auch breiter arbeiten, um einen stabilen Stand zu gewährleisten. Tief und hoch. Drück durch. Komm. Tief, hoch. Drück durch. Noch 2. Tief und hoch. Und ein letzter. Tief und hoch. Und wir sind fertig. Entspannt euch. Lockert euch aus. Richtig durchschütteln. So, das war die erste Runde für die Beine. Jetzt gehen wir zur nächsten Übung. Und zwar für den ganzen Körper, aber speziell für die Arme und für die Brustmuskulatur. Geh nach vorne. Leg dich bequem nach vorne auf den Boden ab. Wir beginnen mit den sogenannten Dog Out.
Bewegungen, Dogout-Bewegungen sind speziell als Stützposition für die Arme und für die Brust geeignet, weil sich der Körper hier immer abstützen muss. Aber die Hauptmuskelgruppe, die wir hier trainieren wollen, ist unser Gluteus, unsere große Po-Muskulatur. Ja? Und genau so werdet ihr den Schmerz auch wahrnehmen und spüren. Versucht das Bein 90 Grad nach außen zu bringen, 90 Grad zwischen Oberschenkel und Oberkörper. Wahlweise die schwerere Variation wäre, das Bein gestreckt zu lassen und im gestreckten Zustand zu arbeiten. Entscheide selbst. Fertig. Es geht los. Rechts, 4, 3, langsam und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alles synchron, noch 10, sehr schön, noch 9, noch 8, 7, bleib hier, 6, zwischen den Armen, 5 und 4, komm, und 3, 2, kurze Pause, kurz auslockern, Popo leicht ausdehnen, nach rechts, nach links schieben, wechseln sofort auf die andere Seite, fertig. 90 Grad Winkel, 3, 2, 1 und hoch und langsam, hoch und langsam, hoch und langsam, hoch und langsam. Wir haben 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. 10 mehr, 10 und 9. Komm, 8 hoch und 7 und 6. Und 5 und 4, 90 Grad, 3, 2 und der letzte hoch. Und entspannt euch, lockert euch aus, durchbewegen. Geht in eine leichte Dehnposition, schiebt euer Gesäß, euer Becken nach links hinten und nach rechts hinten. Dehnt es, entspannt es. Okay, fertig für die nächste Runde. Nur 15 Stück, jawohl. Achtet darauf, dass der Rücken hier auch wirklich gerade bleibt und sich die Bauchmuskulatur in einer leichten Spannung befindet. Zur Seite, strecken, 3, 2, fertig und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, komm, und 6, 7, 8, 9, Spannung halten, 10, noch 5 mehr, 5, hier hoch, komm. 4, hier hoch. Und 3, höher. Und 2, und der letzte ganz hoch. Zieh. Okay, kurze Pause. Auslockern, durchschütteln. Und wir wechseln gleich auf die andere Seite. Und spüren wir was? Ja, okay, gut. Linkes Bein nach oben. 3, 2, fertig. Und es geht los. 1, und 2, und 3, und 4. Komm. Und 5, und 6, und 7, hier vorbei, und 8, und 9, und 10, 5 mehr, 5, jawohl, und 4, und 3, und 2, und der letzte, hoch, auslockern, entspannen, und wieder durchbewegen, leichte Dehnung, schiebt den Gesäß nach schräg hinten, Wechsel auf die andere Seite, und locker dich durch, entspann dich. So, fertig für die letzte Runde. Wir bauen hier sogenannte Burns ein. Das heißt, wir ziehen die ersten Wiederholungen ganz normal durch, in derselben Geschwindigkeit und versuchen dann zum Schluss das Bein oben zu halten, am höchsten Punkt zu halten, den Radius etwas zu verringern, aber das Tempo zu steigern und nochmal kurz rauszupuschen. Bereit dazu? Also, nach oben, zur Seite, 3, 2, fertig und 1 und 2, und 3 und 4, komm, und 5 und 6 und 7 und 8, Achtung, 9, 10, bleib oben in der Position, halber Radius, doppeltes Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vorbei, entspannen, auslockern. Gut, andere Seite noch, die letzte Übung, letzte Seite, fertig. 3, 2, 1 und hoch und 1 und ab und 2 und ab und 3 und ab und 4 und ab, 5,
6, 7, gleich haben wir es. 8, 9 und der letzte. 10 oben halten und Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Okay. Und haben wir es gespürt? Oh ja, ich glaube, wir haben es gespürt. Okay, schließe die Beine, geh nochmal in die Dehnung. Leicht nach links, schieb das Gesäß nach hinten. Wechsel auf die andere Seite, leicht nach rechts. Auch hier wieder leicht nach hinten schieben, auslockern. Und das war's für die Po-Muskulatur. Es geht weiter. Der Oberkörper und der ganze Rumpf ist dabei. Wir gehen zu den japanischen Liegestütze. Ja? Japanische Liegestütze sehen so aus, der Körper ist gerade. Ich bilde nach oben eine leichte V-Position, bin hinten mit den Füßen auf dem Fußballen, strecke meinen Arm Rumpfwinkel und arbeite hier ganz langsam tief über die Matte, streife meinen Körper gerade, Rücken ist gerade, ziehe nach vorne hoch und schiebe mich wieder zurück in die Ausgangslage. Okay, bereit dazu? Wir machen wieder 3 Sätze, erst 15, dann 12 und dann 8 Wiederholungen. Position einnehmen, Stellung aufbauen, 3, 2, fertig und 1 und hoch und 2 und hoch und 3 und hoch und 4 und hoch, komm und 5 und hoch und 6 und hoch. Und 7 und hoch, super. Und 8, immer am Boden entlang und hoch, komm. Und 9 und hoch und 10 und hoch, Becken ein bisschen tiefer. 5 noch, Becken lang am Körper, jawohl. Und 4 noch, lang am Körper, sehr schön. 3 noch, lang am Körper, langsamer. 2 noch und ein letzter. Tief und hoch und entspannen. Super. Okay, auslockern, durchschütteln. Streckt die Arme weit nach vorne. Lasst den Oberkörper nach unten durchhängen. Die Schwerkraft wirkt nach unten. Könnt ganz leicht dynamisch dehnen. Okay, nach hinten kurz abknien. Die Arme sind auch wesentlich bei dieser Übung dabei, speziell der Trizeps. Also wir dehnen kurz den Trizeps nach oben ziehen, den Ellenbogen leicht hinter den Kopf bringen. Nur 4 Sekunden, das reicht. Auslockern und durchschütteln, wir wechseln auf die andere Seite. Nach oben strecken, kurz Stretch und es passt schon wieder. So, fertig zum zweiten Satz, 12 Stück. Bleib gerade und wenn du merkst, es geht überhaupt nicht mehr, dann geh nach unten auf die Knie und mach auf den Knien weiter, ehe du nach hinten durchdrückst und dementsprechend einen starken Zug oder Druck auf den Bandscheiben spürst. Ready? Nach oben, Ausgangslage. 3, 2, fertig und 1 und hoch und 2 und hoch und 3 und hoch. Und 4 und hoch und 5, auf geht's, und hoch und 6 und hoch, alles okay? Und zieh und hoch, wir haben schon 8, tief, hoch, 9, komm, tief, zieh, 10, nur noch 2 Stück, komm, 2 Stück, zieh, hoch und der letzte. Tief und tapfer. Okay, auslockern, durchschütteln. Zweiten Satz, schon geschafft. Entspann dich wieder, streck dich weit nach vorne, geh kurz in die Dehnung. Leicht dynamisch nachbewegen, links und rechts. Nach oben zurück. Auch wieder die Arme auslockern. Greift ruhig mal mit der rechten Hand auf den linken Trizeps und locke ihn richtig durch. Leichte Massagen und wechsel auf die andere Seite genauso. Trizeps leicht durchbewegen, durchkneten. Fertig. Ich weiß, es ist schwer, aber den dritten Satz, den kriegen wir noch hin. Nach oben in die Ausgangslage. 8 Stück. Fertig. Und es geht los. Und 8. Hoch. Und 7. Und hoch.
Und 6. Hoch. Und 5. Hoch. Und 4. Und hoch. Come on. Und 3. Gleich vorbei. Hoch. Nur noch 2. Tief. Hoch. Und ein letzter. Tief. Und wir haben es geschafft. Super. Auslockern. Durchbewegen. Entspannen. Nach oben strecken. Und ausschütteln. So, jetzt kommt nochmal eine Runde für die Brustmuskulatur. Wir setzen einen zweiten Reiz drauf. Wir machen breite Spinnenliegestütze. Ihr könnt euch dafür richtig breit machen. Das heißt, die Arme weit nach außen strecken. Fingerspitzen zeigen 45 Grad nach außen. Und die Beine ebenfalls in eine weite Grätschposition bringen, um somit auch den Druck komplett auf den Armen und Beinen zu verteilen. Schaffen wir das noch? Na klar, oder? Kurz durchschnaufen, entspannen, in die Position, nach oben, in Liegestützstellung. Und auf geht's. Breiter Stand, die Arme weit nach außen nehmen, die Beine ebenfalls leicht grätschen, auf die Fußballen, Spannung bleibt. 4, 3, Tempo und 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp, 5, hopp, 6, hopp, 7, hopp, 8, hopp, 9, hopp, 10. Die letzten 10, 9, Blick vorne, 8, 7, 6, 5, go, 4, 3, 2 und Pause. Puh. Durchbewegen, auslockern, machen eine etwas aktivere Schwunggymnastik. Nehmt die Arme nach außen und bewegt die Arme nach hinten, leicht nach vorne, damit ihr einen leichten Zug bei der rückwärtigen Bewegung in der Brustmuskulatur spürt und zieht das Ganze auch mal nach oben, etwas über den Kopf, locker über den Kopf und noch einmal hoch und auslockern. So, wir haben noch einen Durchgang, wieder mit 20 Wiederholungen im gleichen Tempo. Versucht vielleicht noch die Arme etwas breiter nach außen zu nehmen. Ja, fertig, nach oben in die Position. Breite Fußstellung. Ein bisschen breiter, Charlotte. Geht ganz. Ach, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Okay, sehr schön. Gut. 3, 2, 1 und go. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Komm, 3, zieh. 2 und 1 und wir haben es geschafft. Auslockern, durchschütteln, leichte Schwunggymnastik. Zieht nach oben, zieht zur Seite hoch, streckt euch, entspannt euch und nehmt euch eine ganz, ganz kleine Pause. Atmet durch. Den dritten und letzten Satz machen wir nur mit 10 Wiederholungen. Ja, aber versucht dieses Mal vielleicht etwas tiefer nach unten zu kommen. Aber achtet immer auf die Wirbelsäule, hängt nicht nach unten durch, spannt den Bauch an und wenn es der Körper nicht mehr zulässt, dann geht ihr einfach nach unten auf die Knie und macht ganz genauso weiter. Puh, fertig. Letzten 10 Stück, Ausgangslage. Ihr könnt mal versuchen, vielleicht noch breiter zu gehen. Das heißt, schon mal eine richtig breite Position aufzubauen. Ich bin schon fast hier. Versucht es mal. Nach oben, 3, 2, 10 und go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Okay, auslockern, durchbewegen. Bleibt in der Stellung, streckt den rechten Arm zur Seite, dreht euch nach links ein und dehnt die Brustmuskulatur. Wechsel auf die andere Seite. Und gut. So, machen wir eine ganz, ganz kleine Pause. Wir trinken einen Schluck und dann sehen wir uns gleich wieder. Auf geht's. Und? Anstrengend bis jetzt? Aber es geht schon, gell? Okay. So, für die nächste Übung brauchen wir einen Stuhl oder eine Bank, wo man uns ganz bequem hinsetzen kann. Schnappt euch hier am besten den Stuhl und wir tragen die Bank nach vorne. Wir machen den Gegenspieler, das heißt den oberen Rücken, Trapezius-Training.
Seitheben vorgebeugt. Versuch in der Position auch hier immer ein leichtes Hohlkreuz zu bilden. Fehlerquellen, die ja immer passieren, ist ein leichtes Vorbeugen in den Rundrücken hinein. Achte auf das, dass der Rücken immer gerade bleibt. Und ich würde sagen, es geht los. Wir machen die Übung kurz vor und wir steigen alle mit ein. Okay, so. Diese Übung wird unter Umständen mit einem Expander sehr, sehr schwer, weil man hier ja einen kurzen Hebel hat und dementsprechend auch stark und kräftig nach oben ziehen muss. Versuche einfach so oft mitzumachen, wie es geht. Und wenn es nicht mehr geht, machen wir einfach ohne weiter, weil schon allein diese Bewegung nach hoch und nach unten zu führen, ohne Handeln, ist schwer genug. Stell dir immer vor, wir hätten hier zwischen den Schulterblättern einen Expander, einen Kugelschreiber und ziehen mit dem Expander hoch und versuchen die Schulterblätter so weit zusammenzuziehen, zu drücken, dass wir diesen Kugelschreiber schon fast fixieren können und dementsprechend ist auch die Muskelkontraktion eine sehr, sehr intensive und harte. Okay, packen wir es an. Gut, ich brauche noch die Hanteln. In die Startposition, Oberkörper nach vorne beugen, gerade bleiben, fertig, 3, 2, 25 Stück und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Auf geht's. Und 10 und 9 und 8. Jawohl. Und 7, Rücken gerade. Und 6 und 5, Rücken gerade. Und 4, lassen Rücken unten. Jawohl. 3, 2, Achtung, loslassen und ohne weiter. Und noch 5, zieh hoch, noch 4, hochziehen, 3 ist genauso intensiv, 2 und ein letzter und hoch und kurz Pause, entspannen. Gut, Hanteln ablegen, legt einfach mal euren Oberkörper nach vorne auf den Beinen ab und bleibt gemütlich hängen. Lockert euch etwas durch, Schultern auslockern. So, wir greifen von unten in die Kniekehlen. Lassen den Rücken rund und ziehen nach schräg oben, machen uns lang. Okay. So, fertig für den zweiten Satz. Ihr könnt wieder schwer beginnen, wenn es aber gar nicht mehr geht, einfach ohne weitermachen. Und dann schaffen wir das Ganze. Fertig, in die Position. Wir machen nur 20 Stück. 3, 2, ready und go. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und der letzte 10. Achtung, 10 Stück noch, und 10. Komm, und 9, Rücken gerade, und 8, und 7, und 6, und 5, Hanteln loslassen, nach unten und ohne Hanteln weiter. Dann geht's noch. Hm? Ja, du packst es noch. 2 noch. Und der letzte. Okay, tapfer durchgezogen. Jawohl, schön. Gut. Puh. Oberkörper wieder entspannt nach unten legen. Hängen lassen. Tief durchatmen. Gib dem Körper einfach eine gewisse Zeit zur Entspannung, damit er für den dritten und letzten Satz wieder fit ist. Greif nochmal nach unten in die Kniekehlen. Zieh dich nochmal nach oben, mach dich ganz lang. Okay. So, letzter Satz. Die letzten 15 Stück, dann haben wir es geschafft. Komm. 3, 2, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6 und 7, let's go, komm. Und 8 und 9 und 10, 5 Stück noch. 5, 4, 3, 2 und 1. Entspannen, auslockern, durchbewegen. Wieder kurz dehnen, in die Kniekehle greifen, zieht euch hoch.
Und gut, locker lassen. So, wir gehen gleich weiter. Wir haben jetzt mit dem oberen Rücken angefangen und gehen jetzt tiefer nach unten zum unteren Rücken, wobei wir die obere Rückenmuskulatur weiterhin beanspruchen werden. Kniet euch ganz gemütlich nach unten auf die Matten und wahlweise kann man diese Übung auch mit einem leichten Gewicht machen. Wenn ihr hier ungefähr mit 10 Kilo arbeitet, dann vielleicht bei der nächsten Übung mit 5 Kilo. Es ist aber kein Muss. Ihr könnt es aber mal wahlweise versuchen. Okay? Also, packen wir es an. Wir gehen nach vorne, knien uns gerade nach unten auf den Boden und ich hole mir hierfür eine etwas leichtere Hantel. So, kniet euch parallel nach unten ab, streckt den rechten Arm gerade nach vorne und streckt das linke Bein nach hinten aus. Wir bewegen gleichzeitig das linke Bein nach hinten hoch und den rechten Arm ebenfalls nach vorne hoch. Achtet darauf, auch hier wieder, dass die Wirbelsäule nicht nach unten durchhängt, sondern dass wir hier einen kompakten, stabilen, geraden Rücken haben. Fertig, 3, 2, ready und go. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8, 9, 10. 10 mehr. 10, 9, 8, schön. 7, kannst du ruhig ein bisschen tiefer gehen. 6, tief, 5, tief, 4, tief, jawohl. 3, kannst du ruhig tiefer gehen. 2 und der letzte, 1. Kurz auslockern, sofort Wechsel auf die andere Seite. Fertig. 3, 2 und es geht los und 1. Langsam, 2, langsam, 3, langsam, 4, sehr schwer. 5, mach dann einfach ohne weiter. 6, 7, 10 schaffst du noch. 8, 9 und der letzte, 10, ohne weiter und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte und gut. So, die erste Runde, erster Satz. Lockert euch aus, nehmt das Kinn auf die Brust und schiebt das Becken leicht nach hinten hoch. Bleibt in der Position. Entspannt euch, lockert euch kurz durch. So, fertig schon wieder? Wechsel auf die andere Seite. Wir machen nur noch 15 Stück. Stellung, strecken, 3, 2, 1 und go. Und 1, ganz tief und 2. Senke den Arm fast nach unten bis zum Boden. Somit erhöht sich der Radius und es ist intensiver für die Muskulatur. Genau. Und hoch und ab und hoch und ab und hoch und ab. Und ziehen. 5 Stück noch, komm. 5 und 4 und 3 und 2 und ein letzter und hoch. Okay. Kurz auslockern, kurz entspannen. Wechsel auf die andere Seite. 3, 2, fertig und 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 5, jawohl, noch 4, ein bisschen tiefer und 3, Spannung halten und 2 und ein letzter hoch. Okay, auslockern, entspannen, durchschütteln und spürt mal was? Ja. Von hier nach da und von da nach da, der ganze Rücken ist dabei und sogar noch unser Gluteus, unser Po-Muskel. Okay, fertig für die andere Seite. Wenn es nicht mehr geht, einfach komplett ohne machen. Ja. Ehe man die Übung falsch ausführt oder zu stark aus dem Rücken drückt, macht man ohne Gewicht und bleibt somit auf der gesunden und sicheren Seite. Die letzten 10 Stück. Position aufbauen. Alle bereit. 3, 2, 1 und go. Und 10. Und 9. Und 8. 7. 6. 5 mehr, 4, 3, versucht die letzte Wiederholung oben zu halten und wir bleiben oben und halten hier. Halten, halten, streck dich richtig lang, das Bein nach hinten raus, Arme nach vorne strecken. Wir halten, wir halten, wir halten
Und wir setzen ab und entspannen. Okay, noch eine letzte Runde, letzte Seite. Wir wechseln. 3, 2, fertig und go. Und 10, 9, 8, 7, auf geht's. Und 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte oben halten. Schiebt dein Bein weit nach hinten, streckt das Bein, streckt den Arm weit nach vorne. Wir halten. 4, 3, 2 und entspannen wieder. Puh, okay, lockert euch aus. Und zwar, wir dehnen uns kurz, speziell für den Rückenstrecker. Nehmt eure Hände, schiebt die Hände nach unten unter die Knie, fixiert die und jetzt zieht euch nach oben in einen leichten Rundrücken und schiebt das Becken und die Wirbelsäule nach hinten. Und jetzt dreht euch leicht nach rechts ein und leicht nach links ein. Nochmal nach hinten schieben, Stretch. Und gut, auslockern, durchbewegen. So, ich glaube, jetzt wird es mal Zeit für eine etwas kleinere Muskelgruppe. Wir haben sehr, sehr viel für die großen Muskelgruppen getan. Ich glaube, sowas spürt man auch, ja. Brustmuskulatur, oberen Rücken, der Popo, die Beine waren dabei. Jetzt geht es zum Bizeps, ja. Und zwar schnappt ihr dafür für den Bizeps eine Bank bzw. einen Stuhl. Wir beginnen zunächst im Stehen, aber dann zum Schluss im Sitzen. Wir stehen auf, greifen uns wieder Hanteln, die, ja, sagen wir mal, es zulassen, ungefähr an die 30 bis 40 Wiederholungen zu machen. So, bleib in der Position. Wir können eigentlich gleich im Sitzen anfangen. Ich glaube, das ist bequemer, nachdem wir eigentlich viel zu viel schon gemacht haben. Gell? Also nach unten hinsetzen, ganz gemütlich, Oberkörper ist gerade. Wir machen kurze Wiederholungen für den kurzen Bizeps. Die Hände zeigen dabei nach oben. Wir fixieren die Ellenbogen richtig fest am Oberkörper. Die Hanteln bzw. die Tubes, die ruhen hier auf dem Oberschenkel ganz gemütlich. Beuge deinen Körper jetzt leicht nach vorne und arbeite im kurzen Radius hoch und tief. Hoch und tief. Ja? Das Ganze in einer schnellen Wiederholungsrate, weil wir machen im ersten Satz 40 Stück. Okay, 3, 2, Spannung und go. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, komm mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Halbzeit. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, Rücken gerade. 3, 2, und die letzte Runde, die letzten 10, 9, 8, komm, beißen, zieh durch, beiß dich durch. 5, 4, 3, 2, 1, okay, entspannen. Lass die Hanteln kurz los, schüttel dich richtig durch, ausbewegen und, merkt man schon was? Ja, es ist der kurze Bizeps und zwar speziell hier, genau, und zwar speziell hier der obere Bereich. Wenn du bloß kurze Wiederholung machst, dann pumpt sich der obere Bizeps aus, schön auf und dementsprechend schaut der Oberarm auch ein bisschen voluminöser aus. Ja? Das heißt, wir bauen die Muskulatur richtig auf dadurch. Packen wir es nochmal an. Also, in die Ausgangslage, wir machen 35 Stück. Stellung, waagerecht, Ellenbogen fixieren. 3, 2, ready und go. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die letzte Runde, die letzten 5, komm, 4, 3, 2. Schon vorbei. Entspannen, kurz ablegen. Mach zwischendrin eine leichte Schwunggymnastik. Handflächen zeigen nach unten und führe die Arme nach außen. Überstreck die Ellenbogen ganz leicht, ganz kontrolliert. Und locker die Arme richtig durch. So, fertig für den dritten Satz. Wir versuchen im dritten Satz noch sogenannte Burns einzubauen. Wir machen nur 30 Wiederholungen.
und versuchen bei den letzten Wiederholungen einfach nur kurz zu halten und den Radius noch kleiner zu gestalten und die Bewegungsrate noch mehr zu erhöhen und dementsprechend noch schneller zu arbeiten. Ihr werdet merken, die Muskulatur fängt richtig zu brennen an und genau da wollen wir auch hin. Burnout. In die Position. Handeln in die Waagerechte. Oberkörper nach vorne. 3, 2, fertig und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bleib so, geh noch mehr nach oben, Oberkörper tief und push, 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 push. Rücken gerade, halte die Spannung, halte die Spannung. Zieh durch, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Und auslockern, Handeln ablegen. Entspannen. Leichte Schwunggymnastik, wir ziehen die Arme nach hinten, machen uns ganz lang. Okay, wir bleiben noch einmal beim Bizeps, setzen noch einen zweiten Reiz mit der anderen Übung drauf. Wir haben jetzt hier sehr kurz gearbeitet mit einem waagerechten Griff. Jetzt gehen wir nach außen, arbeiten in einem langen Radius mit dem sogenannten Obergriff. Das heißt, mach die Übung ruhig im Stehen, da hat man mehr Bewegungsfreiheit, in der Position bleiben. Nimm die Hantel waagerecht, die Handflächen zeigen aber nach unten und die Ellenbogen bleiben wieder am Körper fixiert. Wir ziehen parallel hoch und ab und trainieren somit mehr unseren kleinen Bizeps hier zwischendrin, aber auch den Unterarmbereich. Okay? Alle wieder fit? Ich mache die Übung auch mal mit dem Tube. Sonst ist die Helen immer so alleine. Macht es mehr Spaß zusammen. In die Ausgangslage. Spannung aufbauen. Ellenbogen lang. Ellenbogen fixiert am Körper. 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf geht's. 10, 9, langsam, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Achtung, halber Radius, doppeltes Tempo. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und mach eine kurze Pause, locker dich aus, beweg dich wieder. Du kannst auch ruhig den Bizeps etwas durchmassieren, greif ruhig mit den Händen drauf, durchlockern, ausschütteln. So, fertig zum nächsten Satz. Okay, wir greifen wieder die Hanteln. Achten immer stets darauf, dass wir hier die Hanteln auch gerade aufheben. Fehlerquellen, die oft passieren, ist, man bückt sich gerade und hat irgendwann einen Hexenschuss. Das wollen wir vermeiden, indem wir hier wirklich die Beine beugen und immer sauber ablegen und sauber aufnehmen. Okay, in die Ausgangslage. Spannung halten, Becken leicht nach vorne. 3, 2, fertig und go. Hoch und langsam. Hoch und langsam. Hoch und zieh. Hoch und zieh. Achte auf die geraden Handgelenke. Genau. Handgelenke gerade. Jawohl. Und hoch. Und hoch. Und super. Jawohl. Zieh und hoch. Ich bin bei dir. Push. Die letzten 10 Stück. Und 10. Und 9. Und 8. Und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2. Bleib oben und wir machen kurze 10, 9, 8, 7, komm, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, kurze Pause. Wir machen noch einen dritten Satz. Locker dich wieder durch, der Bizeps braucht's. Leichte Schwunggymnastik nach hinten, Handflächen zeigen nach unten
und streck dich einmal. Der Körper braucht frischen Sauerstoff. Nach oben einatmen, nach unten hängen lassen. Okay, so, packen wir es an. Den dritten und letzten Satz für den Bizeps. So allmählich merkt man schon, oder? Ja? Hm? So. Wir machen nur 20 Stück. 10 langsam und 10 schnell. 3, 2, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kurz und Tempo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Okay. Ausschütteln, durchbewegen. So, Gegenspielertraining. Wir haben den Bizeps und jetzt gehen wir rüber zum Trizeps. Wir setzen uns wieder gemütlich ab. Das ist die gute Nachricht. So. Diese Stellung ist sehr, sehr bequem, aber eine Bank oder ein Stuhl, die können auch immer sehr gemein und fies sein, besonders wenn es um die sogenannten Stuhltipps geht. Das heißt, wir arbeiten für den Trizeps in einer Beugeposition und strecken wieder und setzen hier quasi nochmal einen richtigen Reiz drauf. Achte drauf, dass man mit der schweren Übung vielleicht anfangen kann, aber wenn es nicht mehr geht, zieh die Beine etwas näher zum Körper ran. Dann schaffst du vielleicht noch 3, 4 Wiederholungen mehr und du kannst die Wiederholungszahl auch hier konstant aufrechterhalten. Okay, nach hinten abstützen. Handgelenke sind gerade, Beine gestreckt oder wahlweise leichter nach hinten gezogen, gebeugt. Wir gehen tief und hoch und arbeiten in einer hohen Frequenz. Schnelles Tempo, 30 Stück und go. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Komm, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die letzten 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und vorbei. Das war's schon. Okay, war nicht schlimm, oder? Ging. Ja? Okay. Achte drauf, bei dieser Position, dass der Körper wirklich nicht nach vorne ausweicht, um quasi einen starken Zug oder eine starke Überdehnung in der Schulter zu vermeiden. Viele Personen, die hier arbeiten und dementsprechend auch vielleicht ziemlich erschöpft sind, die weichen nach vorne aus und haben eine sehr, sehr starke Überdehnung im Schulterbereich. Versuch also mit dem Körper möglichst nah am Stuhl nach unten zu drücken und zu strecken, um dementsprechend auch die Schulter ja, zu schonen und nicht nach hinten zu stark zu überdehnen. Okay, packen wir es wieder an. Zweiter Satz, 25 Stück. Wir machen die ersten 15 schnell und dann kommt nochmal eine Runde mit einem halben Tempo, das heißt mit einer etwas intensiveren Bewegung. Ihr werdet es sofort spüren. Einmal durchatmen, dann packen wir es an. 3, 2, Stellung und Tempo. Und 1, 2, 3, komm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, Stopp, langsam, tief und 1, tief und 2, tief und 3, komm, tief und 4, tief und 5, tief 6, tief 7, tief 8, noch 2, 9 und der letzte 10. Okay. Durchbewegen, auslockern und dehnen den Trizeps, rechten Arm nach oben strecken. Wir greifen den Ellenbogen, gehen nach hinten in die Dehnung, ganz kurz nur, etwas auslockern und gut, ausschütteln, Wechsel auf die andere Seite, linken Arm nach oben strecken, Ellenbogen hinter den Kopf ziehen, kurz dehnen und gut, auslockern, durchbewegen. So, nur noch ein Satz, der letzte Satz, 20 Stück, 10 schnell, 10 langsam. Die packen wir. Also, nach hinten. 3, 2, fertig und go. 1, 2, 3, 4, komm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, stopp. 10, hoch, 9, hoch, jawohl. 8 und hoch, 7 und hoch und 6, mehr beugen, komm.
5, beugen, jawohl. 4, beugen. 3, beugen. 2, beugen. Und der letzte, tief. Ja, okay, das war's. Puh. Wieder auslockern, durchschütteln, Armstrecken zur Seite ziehen. Und gut, ausschütteln und wir wechseln auf die andere Seite. Okay. Und gut, so. Jetzt habe ich noch was für euch. Und zwar noch einmal eine Runde für den Trizeps. Einarmige Liegestütze. Jetzt werdet ihr sagen, was, einarmige Liegestütze? Die schaffen wir nach diesen ganzen Übungen ja überhaupt nicht mehr. Wir machen sie in einer etwas abgeschwächten Form. Der Oberkörper bleibt tief unten auf dem Boden liegen. Die Beine bleiben liegen und wir drücken uns aus einer Hand nur hoch, und zwar nur den Oberkörper hoch, strecken den Arm und lassen uns langsam nach unten wieder zurücksinken. Okay, nach vorne, auf die Positionen. Ich mache die Übung einmal vor und dann steigen wir sofort ein. So, also, versuch dich gerade nach unten abzulegen, dreh dich zur Seite und nimm einen Arm nach vorne in den Stütz. Bleib in der Position. Dein oberes Bein schiebst du leicht nach vorne in die Grätsche. Bleibst hier, sodass quasi der Oberkörper den schwersten Punkt nach vorne bildet. Stützt dich hier ab und versuch dich aus der Stellung nur durch Strecken des Trizeps nach oben zu drücken, sodass sich der Oberkörper vom Boden entfernt. Hoch und ab. Hoch und ab. Versuch dabei komplett die ganze Bauchmuskulatur zu entspannen, dass du wirklich nur aus dem Trizeps rausarbeiten musst. Okay, versuchen wir es. Stellung, 3, 2, fertig und langsam. 1 und 2, nicht ablegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, beugen, 6, beugen, 5, beugen, 4, beugen, 3, mehr beugen und der letzte, okay, entspannen, auslockern, durchbewegen. Gut, wir wechseln auf die andere Seite. Fertig? Stellung aufbauen. 3, 2, und es geht los. Und 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mehr. 10, 9, 8, komm beugen. 7 hoch. 6, 5 hoch, streck den Arm, 4 und 3, noch 2, hoch und ein letzter, komm, jawohl, oh. Auslockern, durchbewegen. So, ihr werdet vielleicht auch merken, dass die Übung nicht nur für den Trizeps geeignet ist, sondern dass man hier aus der Brustmuskulatur auch sehr viel Druck aufnimmt. Und dementsprechend ist es hier auch eine sehr, sehr gute Übung für die innere Brustmuskulatur, um die Struktur hier aufzubauen, ja. Wir haben aber noch 2 Sätze vor uns. Den zweiten Satz mit 15 Wiederholungen und den letzten Satz mit 12. Gebt noch einmal Gas, beißt auf die Zähne und dann haben wir es fast geschafft. Okay, also Position aufbauen. Fertig. 3, 2, 1 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mehr. 5, 4, 3, 2 und okay. Wechsel auf die andere Seite. Und ist ganz gut intensiv, oder? So, in die Position. 3, 2, fertig und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 mehr,
5, 4, 3, 2 und der letzte. Lockert euch aus, entspannt euch. So, letzter Satz, dritter Satz. Nur 12 Wiederholungen, 12 Stück. Wie schaut's aus? 12 Stück? Kriegen wir die noch hin? Ja, okay. Position tauschen. Arme lang, Beine lang. 4, 3, 2 und go. 12 und 11 und 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und der letzte. Boah. Okay. Wechsel auf die andere Seite. Letzte Runde. Energie auftanken. Einmal tief durchatmen und dann kommt nur noch der Bauch und dann sind wir fertig. 3, 2, 1 und go. Die letzten 12 und 11 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Okay, wir legen uns kurz auf den Bauch, lassen uns einfach hängen, legen die Stirn auf die Hände und atmen tief durch, lockern uns aus, entspannen, denken an gar nichts. Okay, seid ihr bereit für die Bauchmuskulatur? Ja, wir drehen uns um, legen uns ganz gemütlich nach hinten auf den Rücken. So, die erste Übung stellt wirklich eine kleine Herausforderung dar. Es sind große Klappmesser, aber ökonomisch durchgeführt. Ganz, ganz früher, zu Zeiten des Turnvaterjahren, hat man versucht, mit viel Schwung zu arbeiten und hat die Klappmesser aus der Position gemacht. Tief, hoch, ja. Und dementsprechend war es natürlich für die Wirbelsäule auch nicht unbedingt ökonomisch. Und ja, die Langzeitschäden sind ja meistens bekannt. Die Bandscheiben sind etwas verschoben, etwas kontrahiert. Und genau das wollen wir vermeiden, indem wir sie langsam, ökonomisch und sauber ausführen. Stütze die Hände nach hinten an den Pobacken auf, sodass du wirklich ganz gerade sitzen kannst. Drück die Schultern leicht nach hinten, die Brust leicht nach vorne rausschieben. Versuche, wenn es geht, die Beine zu strecken. Wenn es zu schwer wird, kannst du die Beine auch ruhig angewinkelt lassen. Bleib in der Position. Versuche, mit dem Körper langsam nach hinten zu gehen, bis du merkst, dass die Ellenbogen den Boden berühren. Und versuche hier leicht nach oben zu gehen, maximal in den 90-Grad-Winkel zwischen Oberkörper und Beine. Wir gehen hoch, wir gehen tief. Wir gehen hoch, wir gehen tief. Rücken gerade. Brust raus, Lendenwirbelsäule leicht nach vorne gebogen, hoch und ab. Ziehen und geht's? Sehr gut, oder? Jawohl. Wahlweise kann man auch noch etwas tiefer gehen. Hier, tief und schweben, tief und schweben, tief und schweben, tief und schweben. 10 Stück noch, komm. Und 10, langsam. 9 und 8 und 7. Und 6 und 5 und 4 und 3. Die letzten 2 hoch und der letzte. Und das war's schon wieder. Leg dich flach nach hinten ab und locker die Beine etwas durch. Tief in den Bauch hineinatmen. Es geht sofort weiter. Und zwar die gleiche Position, nur in einer schrägen Ausführung, schräge Lage für die seitliche Bauchmuskulatur. Bleib hier. Dreh dich zur Seite, stütz dich jetzt mit einem Arm unten auf den Boden ab. Den zweiten Arm hältst du hier in der Position. Versuch jetzt mit den Ellenbogen nach vorne zu den Knien zu kommen und die Beine Richtung Oberkörper hinzubewegen, sodass du quasi beide Kontraktionen, die Aufwärtskontraktion und die Vorwärtskontraktion hast. Du wirst es merken, die seitliche Bauchmuskulatur wird richtig intensiv angespannt. Strecken, wahlweise auch gebeugt. 3, 2, fertig und 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 und wir wechseln auf die andere Seite. Spannung bleibt, Stütz, Ellenbogen zum Knie, fertig, 3, 2, Stellung und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und der letzte und 10. Okay, auslockern, durchbewegen, nach hinten ablegen. Wir legen das linke Bein angewinkelt über das rechte Knie. Atmen noch einmal tief in den Bauch hinein. Die Hände legen wir nach hinten zum Kopf. Der Kopf ruht ganz entspannt in den Händen. Rechter Ellenbogen zum linken Knie. Langsam und dann doppeltes Tempo. Fertig. 3, 2, auf Kontakt. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oben halten, doppeltes Tempo und kurz. Hopp, 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 hopp. Wir schaffen noch 10 Stück. Auf geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Versucht den Ellenbogen am Knie zu halten. Streckt den rechtes Bein gerade aus und lasst das Bein 5 cm über dem Boden schweben. Und versucht hier nochmal kurze Pushes zu machen. Und go, come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und das war's. Auslockern, tief in den Bauch hineinatmen. Fertig für die andere Seite. Rechtes Bein anwinkeln, über dem linken Knie verschränken. Hände stützen den Kopf. Linker Ellenbogen zum rechten Knie auf Kontakt. 3, 2, 1 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf geht's. 8, 9, oben bleiben und Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oben halten, Kontakt bleibt. Linkes Bein strecken, 5 cm über dem Boden schweben. Fertig und push es. 10, 9, 8, 7, go. 6, 5, 4, 3 und 2. Und schon ist vorbei. Und wir entspannen uns wieder. Leg die Arme kurz nach links und rechts außen und lass die Beine nach links außen einklappen. Atme tief in den Bauch hinein. Wechsel auf die andere Seite. Auch hier tief in den Bauch hineinatmen. Locker lassen. Entspannen. Okay. Und wie geht's euch? Kommen wir zur letzten Übung. Diese Übung ist nach einem Tier benannt. Einem sehr schönen Tier, der Schildkröte. Die Abschlussübung, wir versuchen uns in genau dieser Position, das heißt die Beine sind angewinkelt und der Oberkörper leicht nach oben angehoben, um 360 Grad zu drehen. Versucht zuerst mit dem Becken zu beginnen und bringt dann den Oberkörper langsam nach. Erst das Becken, dann der Oberkörper. Becken, Oberkörper, Becken, Oberkörper. Und somit trainiert ihr nochmal zum Schluss die ganze Bauchmuskulatur und ihr werdet das spüren. Es ist eine sehr, sehr intensive Übung, aber nach dieser Übung ist das Workout beendet und wir haben es geschafft. Alle bereit? Okay. 2 Runden links und 2 Runden rechts. Fertig. 3, 2 und es geht los. Wenn wir da sind, 2 Runden rechts rum. Zieh, 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 zieh. Jawohl. Tief durchatmen. Noch einmal strecken. Packen wir noch eine Runde. Eine Runde geht noch, okay? Und zwar eine Runde. Ein kleines Special bringen wir noch.
die Beine anwinkeln, die Hände stützen den Kopf, die Ellenbogen in kurzen Kontakt zu den Knien. Auf mein Kommando um 360 Grad drehen, dann wieder zur Ausgangslage, weiterarbeiten, auf mein Kommando, andere Seite drehen. Fertig und los geht's. Hier, kurz, kurz, kurz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 360 Grad und links rum, go. Mitte angekommen und weiter pushen. Komm mal zu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 360, andere Seite. Go, komm. Zieh durch. Mitte angekommen und Gas geben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Vorbei, wir haben es geschafft. Lockert euch aus, legt euch flach nach hinten auf den Boden. Entspannt euch, denkt an gar nichts. Versucht für einen kurzen Moment einfach nur die Augen zu schließen, komplett abzuschalten und ganz tief in den Bauch hineinatmen. Alle Muskelgruppen ganz bewusst jetzt entspannen, locker lassen. An gar nichts denken. Nur entspannen. Nur tief durchatmen. Okay. Streckt euer rechtes Bein gerade nach oben, die Arme links und rechts neben den Körper auf dem Boden ablegen und das Bein nach links unten einkippen. Lasst die Schwerkraft wirken. Lasst euch ganz locker. Bleibt ganz entspannt. Wir wechseln auf die andere Seite. Linkes Bein nach oben strecken und nach rechts einklappen lassen. Okay. Und gut. Wir strecken die Beine nach oben, greifen von hinten über die Kniekehlen zum Wadenbereich. Führen die Beine langsam zum Körper, bewegen das Becken mit nach hinten und versuchen, dass die Fußspitzen nach unten zum Boden kommen und rollen uns ein, machen uns ganz klein, lassen uns in der Position hängen. Und wir rollen langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück und richten uns nach oben auf, mit Schwung in die Kniekehle, hopp, gerade Rücken. Okay, nach hinten absetzen, die Beine richtig durchbewegen, auslockern, streckt das rechte Bein gerade nach vorne, das linke Bein über dem rechten verschränken, mit der rechten Hand über das linke Knie greifen, Blick nach hinten richten, zieht den Oberschenkel nah zum Körper ran und dreht euch hier so weit es geht nach hinten ein in die Diagonale. Einfach nur kurz die Spannung halten, wir spüren eine leichte Dehnung in der Po-Muskulatur und wer diese Übung noch verstärken will, der winkelt einfach das untere Bein an und bringt die Ferse ans Gesäß und erhöht somit den Radius. Und gut, langsam zurück, lösen, Wechsel auf die andere Seite, gerade oder auch hier leicht gebeugt, das Bein zum Körper ranziehen, den Arm diagonal nach hinten führen, Blick nach hinten richten und eindrehen. Ganz lang machen. Wir halten noch 5 Sekunden, noch 4, 3, 2. Langsam lösen. Wir machen eine leichte Grätsche, bewegen den Oberkörper auf das linke Bein, gehen langsam tief, dehnen den Beinbeuger, halten die Spannung. Der Rücken bleibt gerade. Noch 4 Sekunden, noch 3, noch 2. Und wir wechseln auf die andere Seite, rechtes Bein tief, Rücken ist gerade, kurz Stretch, wir halten noch 4 Sekunden, noch 3, noch 2 und 1, langsam lösen. Wir schließen die Beine, lockern die Beine aus, drehen uns nach hinten hoch, gehen auf die Knie,
linkes Bein nach vorne in den Ausfallschritt. Das rechte Bein bleibt unten am Boden. Wir versuchen mit den Ellenbogen nach unten zum Boden zu kommen, lassen aber den Rücken ganz gerade. Atmen dabei tief in den Bauch hinein. Halten noch 4 Sekunden, noch 3, 2, 1. Bleiben in der Position. Schieben jetzt nur das Becken leicht nach hinten. Winkeln das hintere Bein an, greifen von unten am Fußrist. Ziehen das Bein zur Ferse, ziehen die Ferse zum Gesäß. Halten die Spannung, gehen nochmal tief nach unten in den Ausfallschritt. Und spüren hier eine leichte Dehnung im Oberschenkel und im Leistenbereich. Wer das Ganze noch verstärken will, der geht einfach etwas tiefer in den Ausfallschritt hinein und versucht auch hier das Becken tiefer nach unten zu bringen. Spannung halten. Wir halten noch 4, noch 3, 2. Erst zurücknehmen, dann locker lassen, dann schließen und durchschütteln. Wechsel auf die andere Seite. Ausfallschritt. Und erstmal versuchen, dass man mit den Ellenbogen nach unten zum Boden kommt. Ein weiter Ausfallschritt, tief. Genau. Ganz locker. Halten. Wir halten noch 4 Sekunden. Noch 3, 2, 1. Bleiben hier. Leicht lösen, das Becken nach hinten schieben. Wir greifen von hinten über den Fußrist, winkeln das hintere Bein an. Die Ferse ans Gesäß und versuchen den Ausfallschritt zu erhöhen. Wir gehen tief. Rücken ist ganz gerade. Spannung bleibt schön. Noch 4 Sekunden. Noch 3, noch 2, 1. Erst zurücknehmen, dann locker lassen und dann stehen wir ganz langsam nach oben auf. Okay, lockern die Beine richtig durch. Nehmen die Arme angewinkelt nach hinten. Breiter Stand. Dehnen die Brustmuskulatur noch einmal. Greifen nach oben, greifen das linke Handgelenk, schieben uns nach oben, leicht zur Seite. Rippenbogen mitnehmen, dehnen, lang lassen und wechseln auf die andere Seite. Wir greifen, wir ziehen, machen uns ganz lang. Lösen langsam. Wir bleiben in der Position, Arme nochmal nach außen nehmen, Wirbelsäule auslockern, nach rechts bewegen, nach links drehen, nach rechts. Nach links, noch 2-mal rechts, einmal links, nach oben strecken, tief in den Bauch hineinatmen, nach unten ausatmen. Und ein letztes Mal mit Schwung nach oben ein, nach unten aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiedersehen.